Schon mit 13 Jahren beginnt Philipp Riederle aus seinem Kinderzimmer ins Internet zu senden. Heute ist der lang ersehnte Tag, der 20. April. Ich habe mein iPhone. Was das neuartige Smartphone kann, erklärt er in kurzen Videos. Später sendet er dann aus seinem selbstgebastelten Fernsehstudio im Keller seiner Großeltern. Seine Seite im Internet wird Kult. Mit 15 Jahren ist Philipp so bekannt, dass er sich als Berater selbstständig macht, neben der Schule. Weltunternehmen wollen von ihm wissen, was seine Generation von den neuen Medien erwartet. Gefragt ist er auch als Vortragsredner und neuerdings erklärt er die digitale Welt auch in einem eigenen Buch.